Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern und wir sind bereit für eine neue Invasion nach Apollonia. Da wurden wir schon zweimal rausgeschmissen und jetzt ist es endlich soweit. Hier kommt die Kinder der Ampitrite. Genau, und das ist ein Admiral, das ist nicht gut. Deswegen habe ich hier, glaube ich, jetzt angefangen. Aber der kann ja nichts, ne? Der hat ja nichts. Ich werde trotzdem mal anfangen, hier zu produzieren. Ja, da. Warte, was wollte ich da? Da wollte ich doch irgendwas, oder? Also, hier werde ich. Hier werde ich Militär bauen. Ich baue mal hier auch Militär. Ich glaube, da habe ich gerade das Militär rausgetan. Aber ich baue hier trotzdem mal Militär, damit falls sie das wieder zurückerobern, dass es so teuer wie nur irgend möglich ist. Gut. Wir sind zu spät dran, es tut mir sehr leid. Ah, das ist mein Typ, das ist super. Eigentlich sollte die Folge heute am Montag schon rauskommen. Ja, aber das habe ich nicht geschafft, leider. Beziehungsweise vielleicht, ja, vielleicht lade ich das noch hoch oder lade ich das morgen. Also wenn ich es jetzt halt hochlade, dann kommt es halt erst um 9 Uhr. Nee, sogar erst um 10 Uhr. Online oder schaut es halt niemand. Wir machen mal. Nahkampfangriff. Ja. Und hier, öffentliche Ordnung ist natürlich auch gut. Moral ist gut, Rüstung ist super. Ich brauche etwas. Forschungsrate ist auch gut, aber nicht für einen, der. Hinterhalt ist auch super, aber nicht für einen, der wirklich auf Angriff geht. Ich gehe mal auf Rüstung. Warte, wo war die Rüstung? Hier. Weil die müssen halt gegen die ganzen Phalanxe und was weiß ich, ja, zu Felde ziehen, deswegen. So, hier ist momentan, okay, ich wollte gerade sagen, keine feindliche Flotte, aber hier sind zwei Generäle, okay. Und hier ist eine Armee, die in 4 Runden, das ist ein bisschen happig, ne? In 4 Runden erst Fullstack ist. So, Nahrung geht jetzt auch ein bisschen zurück. Genau. Ich wollte gerade noch. Das ist ja mit dem Diktator hier ist halt blöd, ne? Ah, stimmt, der geht ja jetzt hier hin. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, aber wieder wird jetzt von Neu-Karthago erobert, also. Ja, mei. Wie sehe ich denn gerade aus? Felsenfest sehe ich aus, das ist super. Makedonien ist gerade sehr böse auf uns. Armenien. Die mögen uns nur bedingt. Moderat. Oh, super. Weil hier oben müssen wir gar nicht hin. Deswegen können wir da ruhig Handel treiben. So. Super. Dann würde ich sagen. Schauen wir noch mal hier durch. Okay, du stiehlst noch ein bisschen. Der baut auf, der macht nichts, der macht nichts, der macht auch noch nichts. Oder der geht schon mal hier an Land, der geht an Land zu Wasser. Die gehen beide jetzt mal zu Wasser.
Und ich versuche dann, eigentlich könnte ich nächste Runde, ja, übernächste Runde könnte ich versuchen, die beiden zu foppen. Okay, der bekommt nichts, weil der nicht zu mir gehört. Der gehört zu mir. Der gehört zu mir. Wie sieht es eigentlich mit meiner Familie aus? Ah, stimmt, das war ja das, dass die endlich mal Kinder bekommen sollten, ne? Ja, Moral ist ganz gut. Ach, Schlaf. Genau, das war der Schlaffe. Und die da war die. Genau, 5 auf Kinder. Und sie war doch. 5 auf Kinder. Die haben ja zusammen 10 auf Kinder. Also ist das da minus 10 ist gleich dann 0. Und hier ist nochmal 10. Also haben sie insgesamt 10 auf Kinder. Und die da 30, 35, 40, 45. 45 auf Kinder und die haben noch keine Kinder. Das ist doch eine Verquarkung. Nee. So. Jetzt muss ich mal nochmal mein schlaues Buch raussuchen. Erteilt ihr diesen Leuten eine Lektion, verdient ihr euch den Respekt des mächtigen Karthagos. Bin ich nicht in Krieg? Doch. Hä? Krieg beitreten gegen. Deren Forderung, dass ich Krieg gegen Athen mache, aber ich habe Krieg gegen Athen. Warte mal, zahlst du? Nee. Ja. Ich hab sowieso. Oh. Na gut, dann kämpfen wir mal. Also ich werde ja safe verlieren. Aber vielleicht bekomme ich noch ein, zwei von den Einheiten weg. Und ich will ja jetzt mal das austesten, wie es nach der Schlacht ist. Ob der wieder auf 1,8 FPS runterdroppt. Wenn ja, habe ich anscheinend die. Habe ich es nicht reparieren können. Aber bis jetzt geht es eigentlich laut der Anzeige geht es eigentlich ja schon ganz gut. Die Frage ist, ob die Anzeige passend ist. Warte, von da kommen meine Schiffchen, dann werde ich doch mal hier. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Super. Ich versuche den zu. Ja, brüll nicht so. Wir haben es verstanden. Warte, ich werde mal versuchen. Ich will versuchen, ja, an die komme ich nicht ran. Deswegen versuche ich einfach mal hier ranzukommen. Das Blöde ist, dass die Schützen jetzt sehen. Unser General wird angegriffen. Super, das war Nummer 1. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Echt jetzt? Der ist so schnell kaputt gegangen. Krass. Naja, okay. Der ist so schnell kaputt gegangen. Oh.
Der hat wahrscheinlich ja, ein, zwei Treffer kassiert und dann halt von der Seite. Na gut. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hoffentlich geht es mit der Drop-Ding. Ja. Und jetzt greift er die Garnison an. Ich mach mal knapper. Also ich mach mal automatisch. Weil das ist gerade relativ wurscht. So, aber jetzt ruckelt. Aber nur bedingt. Okay, gut. Hä? Und jetzt kommt der. Ah, jetzt kommt Sparta. Ja, machen wir mal nochmal knapp. Weil, ja, Ariminum haben wir eigentlich genug Schlachten schon geschlagen, das, ja, will ich nicht die ganze Zeit machen. Und vor allen Dingen, da ist ja nur die Garnisonsarmee drin. Ist ja egal, wie viele ich da verliere. Okay, der macht jetzt anscheinend so einen Gegenmove. Die Interessant. Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Ja. Und? So. Gut. Spanien. Ja, okay. Jetzt hat der natürlich das eingenommen. Ehrenhafter Tod, Admiral. Ja. Sklavenaufstände. Okay. Und jetzt sind die beiden da. Okay. Warte, ich schau mal, was. Wie weit die kommen? Ja, die kommen natürlich nicht ganz dahin. Dann, so. Warte, dann lasse ich dich mal zu Hause. Oder soll ich beide zu Hause lassen? Weil das sind halt zweimal Full-Stack-Armeen. Wisst ihr was? Ich lasse mal beide zu Hause. Und dann vielleicht bekommen wir dann eine voll fette ja, Schlacht zu Gesicht. Das wäre natürlich auch richtig cool. So, die Minimum. Warte. Genau, die da will ich. Und römische Balliste ist halt so. Ganz ehrlich, ich sträube mich noch ein bisschen. Aber die Phalanxen sind halt so extrem heftig. Ich sträube mich noch ein bisschen. Römische Schwere Onaga. Das wäre halt auch noch, also. Aber jetzt habe ich hier ja. Hier habe ich ja schon. Ja, befestigte Artillerie ist halt auch nicht so der Hammer. Auxiliar und hier Prätorianer. Okay. Hier, genau, kann ich nur Boni. Nahkampfabwehr. Nahkampfangriff. Plus 10% Schaden. Okay, an sich, also. Das da wäre halt richtig extrem gut, weil dadurch kann ich die Pikeniere schon ziemlich dezimieren durch Fernkampfschaden.
Das da ist natürlich auch ganz in Ordnung, aber das da ist dann Nahkampf, Abwehr ist halt auch super wichtig. Ich mach mal das da so und dann entscheide ich später. Attentat kann ich immer noch nicht. Okay. Ja. Hoffentlich kannst du jetzt Attentat. Yes. Gut, dann schaust du mal. Was willst du denn jetzt hier? Was ist eigentlich das? Ist eigentlich. Warte mal. Ja, die sind. Oh, militärische Verbündete des Pergamon. Autsch. Sei. Nee, nee. Gut, was mache ich denn jetzt? Es ist 134. Wir sind so im Verzug. Wir sind, warte mal, 34. Wir sind, lass mich kurz rechnen. Ja, 12 Jahre zu spät. Also 46. Ich habe ja gerade überlegt, ob ich jetzt 149 nehme, weil da Makedonien verloren hat. Also an sich hat es ja, haben die ja bei uns auch verloren. Aber trotzdem, das war ein bisschen super heftig. So. Warte, nee, das brauchen wir hier nicht. Da ist noch eine kleine Armee. Das brauchen wir gerade auch nicht. Hier, die lasse ich mal noch da, weil die Legion, die sind halt hier, die haben ja erst 29 von 120, also das. Da muss ich noch ein bisschen da bleiben. Die da sind schon ein bisschen. Nee, die sind auch noch nicht besser. Die sind noch nicht besser drauf. Ich muss ja. Also da oben war, glaube ich, keiner. Die habe ich schon benutzt. Ja, okay. Kann ich ja noch einen Agent machen? Ja, warte mal. Öffentliche Ordnung. Lokal. Das ist auch gut. Okay, Sichtweite und Bewegungsreichweite ist gerade am wichtigsten. Genau, und dann eben 5% Erfolgswahrscheinlichkeit bei Aktionen gegen feindliche Agenten ist immer super. So, wir haben echt ein bisschen viel Geld. Aber das macht ja nichts, ne? So, du kannst wieder zurück. Weil an sich Spanien gehört jetzt rein theoretisch auch mir. Gut, also wenigstens in Spanien sind wir vorangekommen. Griechenland ist an sich auch realistisch, weil Griechenland hat Rom auch nicht in ein Jahr übernommen. Das war echt. Oh, da war noch eine Vollstreckarmee. Ja, Griechenland war echt eine. Oh, da ist noch eine. Oh, okay. Aber wieso geht da jetzt mit allen Richtungen Osten? Da muss auch irgendwas sein, aber da ist nichts. Da ist nichts, weil da. Da kann nichts sein. Weil da ist ja Rhodos und Pergamon. Wir sind ein starkes Volk. Ja, schön für dich. Dich erobere ich. Warte mal, wann erobere ich dich? 119. Hm. 119, okay. Bis dahin sollten wir wirklich gegeneinander fertig haben. Also 133 vor Christus. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Nö. Ihr? Entschuldigung. Ich habe kaum was. Schließlich. Warte mal. Rekrutieren. Erfahrungsgang, weil Geld müssen wir nicht
Rodders, schon wieder, ey. Die undankbaren Säue. Aber hier kann ich nicht, okay, dann gehe ich mal hier hoch. Und das sind jetzt Prätorianer alles. Okay, interessant. Ja, dann so und Prätorianer. So, du da machst das Gleiche mit den Prätorianern. Hup, hup, yep. Und bitte einmal Prätorianer. So, super. Wie lange brauchst du noch? Ich. Warte, dann nächste Runde. Bist du fertig? Gut. Genau, 133 war Rom schon eine führende. Oh, nee, aber warte, nein, nein, sorry, sorry. Eine führende Weltmacht. Und dafür brauchen wir Rom. Griechenland. So. So, genau, Adlerkohorte ist immer gut. Wie sieht's der? Ja, sieht immer noch nicht ganz so rosig aus. Aber was wollen die machen? Die können eigentlich hier jetzt nicht mehr groß angreifen. Warte, du machst jetzt mal Attentat. Yeah, jetzt fängt sie an, hilfreich zu sein. So, jetzt will ich mal schauen, was hier oben ist. Okay. Du schaust jetzt mal, was hier unten ist. Hier ist niemand. Hier ist nobody. Das ist gut. So, in der nächsten Runde schaue ich mal, was hier passiert ist. Sparta gehört ja auch zu Makedonien, soweit ich verstanden habe. So, dieser gute Typ hat Moral. Oh, das ist auch gut. Verstärkungsrate, Moral, Wachstum pro Runde. Und hier Unterhaltskosten. Ja, machen wir Moral. Ja, Moral und Unterhaltskosten. So, super. Next one. Gut. Wir müssen halt. Ah, den habe ich. Forget. Forgot. Hm? Wo ist der denn jetzt hergekommen? Ich hab doch. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden, wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht weiter Wunschdenkt. Ja, ich und Wunschdenken, ne? Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden, wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht. Ja, Athen hat ja gerade dasselbe gesagt. Warte, mit den Wolken ruckelt er noch viel mehr. Gut. Der nächste große Angriff ist dann erst 119. Das ist dann Angriff in Südfrankreich. Seid ihr gewillt, einen Angriff auszuführen? Mein Freund, mein Herr verlangt nur... Nee, noch nicht. 119 ist noch ein bisschen. Bis dahin... Wir leben für die Schlacht und träumen davon, wie andere von einer fetten Gans. Und ihr seht wohlgenährt aus. Ach, ihr Popel. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Aber ist auch nicht schlimm. Ach, sieh mal einer an. Ja, endlich. Natürlicher Tod. Super. Sezession. Echt jetzt. Und. Ja. Mhm. Und der da auch. Willst du. Wisst ihr, ich hab. Oh. Ohne diese verblödeten Sezessionen immer.
Jetzt hat er auch die guten Prätorianer bekommen, ne? Ich glaub's ja nicht. Vor allem, es hieß die ganze Zeit eigentlich nichts von. Süß. Wenigstens das ist süß. So. Der bekommt hier auch nochmal. Plus Kaution, Moral für Kavallerie. Oh Gott. Das ist doch mal echt bescheuert. Okay, aber das werden wir nächste Runde aufklären. Jetzt haben wir endlich eine Full-Stack-Flotte bekommen. Und was passiert? Es wird natürlich eine Sezession. Gut, warte mal. Wir machen Meisterbogenschützen. Ja, das mache ich schon da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt echt nervig. Nee, der greift ja auch nicht. Oder vielleicht greift er die an. Das wäre noch interessant zu wissen. Aber lustig, wie schnell der da war, ja. Ja, komm. Vor allem hier ist die öffentliche, also der Wohlstand. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der Wohlstand hier in der Provinz ist miserabel, deswegen kann ich nur bis da gehen. Und hier mit der kann ich viel weiter laufen. Und der hat aber Gewaltmarsch gemacht, deswegen kann er dahin. Aber mit Gewaltmarsch könnte ich ihn sogar besiegen. Ich weiß aber nicht, wie viel der da hat. Warte mal. Nee, warte. Ah ja, okay. Auskundschaften, warte. Ich will wissen, was der da hat. Okay, scheitern ist egal. Der hat 1, 2, 3, 4. 4 Pekiniere. Das ist gut. Das ist gut. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Runde werden wir mit denen in Apollonia angreifen, mit der 5. Legion und mit hier, mit der 7. Legion werden wir den Abtrünnigen mal ein bisschen Popohau geben. Hier, die beiden gehören noch mir, das ist schon mal ganz gut. Auf jeden Fall freut euch aufs nächste Mal mit mindestens zwei großen Schlachten. Bis dahin, macht's gut, bye bye. See ya.